Was ist passiert? Wer bist du? Ich bin... Ich weiß nicht. Ich habe meinen eigenen Namen vergessen. Geht mir auch so. Sieht so aus, als ob wir auf der gleichen Kostümparty waren. Warum blinkt der? Deine Ohrringe auch. Wir waren anscheinend beim gleichen Juwelier. Glaubst du, dass wir beide uns kennen? Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Wow. Ah, da sind riesige Käfer. Mäuse, Käfermäuse. Wow, ich bin total am Verhungern. Na ihr, was genau bist du? Ein Djinn wie der aus der Lampe? Wenn ich ein Djinn wäre, wo ist dann meine Lampe? Abgesehen davon, wo bin ich? Und wer bist du? Was macht dieses Ding in meinem Ohrring? Ich bin kein Ding, ich bin... Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß nur, dass ich sehr hungrig bin. Oh, armes kleines Nicht-Ding. Leute, wir behalten jetzt deinen kühlen Kopf. Wir haben alle unser Gedächtnis verloren und wissen nicht warum, aber... Was ist denn jetzt wieder los? Wir können hier nicht bleiben. Sehe ich genauso. Sollten wir ihm nicht vielleicht helfen? Also ich mach gar nichts, bis ich weiß, was so gut im Hemd von diesem Jungen riecht. Ihr scheint besondere Wesen zu sein. Eher nicht. Vielen Dank. Lass uns hier abhauen. Der Ausgang ist verschüttet. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Da drüben! Okay, wir sitzen in einem Gebäudefest, haben alles vergessen und werden von etwas verfolgt, das uns fertig machen will. Und dann sind da noch diese zwei seltsamen Kreaturen, die auftauchten, als unsere Kostüme verschwunden sind. Ach, Entschuldigung, aber die Kreaturen sind echt hungrig. Würde es dich stören, in deiner Hemdtasche nachzusehen, was hier so gut riecht? Camembert? Oh, es ist das Allerschönste, was ich je gesehen habe. Wie wäre es damit? Vielen Dank! Marinette? Ich heiße Marinette Dupin-Cheng. Freut mich, dich kennenzulernen, Marinette. Adrien Angrest. Freut mich auch sehr, dich kennenzulernen, Adrien. Aber natürlich! Wir haben noch unsere Handys. Perfekt! Wir müssen kämpfen, Flu. Benutzen wir die Miraculous. Ich nehme den Marienkäfer und du die schwarze Katze. Und wenn wir verlieren, dann bekommen sie die Schatulle und die Welt ist verloren. Komm mit mir. In England sind wir sicher. Marianne. Geh ohne mich. Ich bleibe hier und leiste Widerstand. Auch ohne die Miraculous. Ich werde zurückkehren. Zu dir. Ich werde auf dich warten. Genau hier. Jeden Tag. Marianne. Ich hab dir das nie gesagt, aber ich... Sag's mir, wenn du wiederkommst. Da drüben! Schnapp sie! Los, geh! Komm schon, schneller! Wir müssen diese Schatulle kriegen! Mädels, das ist eine sehr ernste Situation. Adrien und sein Vater gehen dieses Wochenende zu der royalen Hochzeit in England. Also das ist der Notfall, für den du uns an einem Samstagmorgen hergerufen hast? Kagami und ihre Mutter sind auch eingeladen. Das heißt, Adrien und Kagami verbringen ein ganzes Wochenende miteinander. Und? Was ist, wenn Adrien hin und weg von ihrem Kleid und der Frisur ist und sie beim Empfang miteinander tanzen? Und was ist, wenn sie eine Stadtrundfahrt in einer romantischen Kutsche machen? Das wäre das Ende der Welt. Sie steigen um 11 in den Zug nach London. Das ist in weniger als 2 Stunden. Wir müssen schnell was unternehmen. Wir könnten eine Demonstration veranstalten, damit der Zug nicht wegkommt. Dann nehmen Sie einfach einen Helikopter oder einen Privatjet. Ich weiß was. Wir verwandeln dich in den britischen Megastar Adeline. So schleichst du dich in den Buckingham-Palast. Beim Empfang lockst du Adrien von Kagami weg, tanzt mit ihm durch den großen Ballsaal und... wenn Adrien rausfindet, dass du nicht die bist, für die du dich ausgegeben hast, ist er total enttäuscht. Er hasst Lügen. Er verliebt sich Hals über Kopf in Kagami, weil sie ihn nicht anlügt. Und du wirst im Tower of London eingesperrt. Wieso entführst du Kagami nicht einfach? Das wäre cool. Das wäre furchtbar. Das geht auf keinen Fall, Julika. Echt nicht. Hör zu, Marinette. Das Beste ist, du schüttest Adrien dein Herz aus, bevor er nach London fährt und es zu spät ist.
Können wir es nicht lieber mit Julikas Idee versuchen? Aber ich krieg das nicht hin. Ich kann nicht mit ihm reden, ohne irgendeinen Blödsinn zu quatschen. Ich hab's monatelang versucht. Doch, ihr habt recht. Es wird Zeit, dass sich was ändert. Ich finde den Mut schon irgendwie. Danke, Mädels. Du kommst wirklich klar? Natürlich. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Wise, was ist los? Marinette, du musst mit mir kommen. Meister Fu braucht dich. Meinst du, es ist was Ernstes? Sonst hätte Meister Fu Wise nicht geschickt. Das letzte Mal hat er nur seinen Schlüssel verloren und sich ausgesperrt. Meister Fu muss mal lernen, eine SMS zu schreiben. Schreiben? Danke, Tiki. Das ist die Lösung. Wie kann er Marinette nicht lieben? Jeder liebt doch Marinette. Eines Tages trifft Marinette einen anderen Jungen. Sie wird ihn von ganzem Herzen lieben und... Er bricht es ihr auch auf keinen Fall. Ich lasse nicht zu, dass nochmal jemand meiner Tochter das Herz bricht. We're dead. Ich bin Hawkmoth. Ich gebe dir die Macht, deine Tochter vor allem beschützen zu können, was sie verletzen könnte. Als Gegenleistung. Bringe ich dir ein bisschen Cat Noir-Pastete. Und außerdem noch sein und Ladybugs Miraculous. Das wäre perfekt. Was ist das? Tiki! Reinet! Ich hab's vermasselt. Ich hab's echt vermasselt! Marinette! Marinette! Es tut mir leid, das ist meine Schuld. Natürlich nicht, Cat Noir. So ist Tom. Ich sage ihm jedes Mal, dass er nicht immer so übertreiben soll. Ich bringe ihren Mann wieder zur Vernunft und hole Marinette raus. Versprochen. Solltest du nicht auf Ladybug warten? Ich vertraue ihr, sie kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Du liebst sie wirklich, oder? Ja. Aber ich weiß, dass Marinette auch ein tolles Mädchen ist. Keine Sorge, ich werde sie retten. Ich glaube an dich, Cat Noir. Du bist ein guter Mensch. Entschuldige dich niemals für deine Gefühle. Danke, Madame Dupin-Cheng. Viel Glück, Cat Noir. Eine gute Schülerin und eine kleine Wetterfee sein. Sonst verwandelt sie sich noch in Stormy Weather und lässt es regnen. Einmal Superschurke, immer Superschurke. Stormy Weather, man hat dir gesagt, du änderst dich nie und das stimmt. Menschen ändern sich nicht, sie entwickeln sich. Dieses Mal sind deine Kräfte, die du bereits kennst, noch viel stärker. Zeig ihnen, wie du die gesamten Naturgewalten kontrollieren kannst. Alles klar, Hawkmoth. Mein Vater wird sich nie ändern. Ich mag Menschen, die sich nicht ändern. So weiß man immer, was man erwarten kann. Sieh mich an. Ich liebe es, Käse zu essen. Wieso sollte ich das ändern? Dann wäre ich nicht mehr ich selbst. Heißt das, mein Leben wird sich auch nie ändern? Natürlich nicht. Keine Sorge. Überleg mal, was seit letzten Sommer alles passiert ist. Du gehst endlich zur Schule. Und du weißt, ich finde es echt merkwürdig, dass ein Junge in deinem Alter lieber in die Schule geht, als zu Hause zu bleiben. Ich hatte keine Lust mehr, zu Hause eingesperrt zu sein. Nur wegen meines Vaters. In der Schule habe ich viele Freunde gefunden. Siehst du, du hast schon angefangen, dich zu ändern. Aber Vater nicht. Bist du dir da sicher? Er hat dich nicht bestraft, nachdem du mit diesem Mädchen im Kino warst. Stimmt. Wir haben uns sogar zusammen Mutters Film angesehen. Und du hast mit ihm ein Duett am Klavier gespielt. Danach durfte ich noch meine Freunde treffen. Das Einhorn lieb ich und kleine Schmusekatzen. Und sein Geburtstagsgeschenk war tatsächlich mal toll. Hey, Nino.
Jo, schöner Schal, Adrien. Absolut klasse. Ja, den habe ich von meinem Papa gekriegt. Der ist so cool. Davor hat er mir 3 Jahre lang einen blöden Stift geschenkt. Wow, die Menschen können sich also doch ändern. Erwachsene sind manchmal cool, wenn man es gar nicht erwartet. Dein Vater ist wie so ein Käseleib mit einer ganz dicken Rinde. Wenn man erstmal seine Zähne darin versenkt hat, merkt man, dass er innen drin ganz weich ist oder etwas vergammelt. Ach, Pleck, du bist eklig, aber du hast recht. Dankeschön. Das war ich nicht, ich schwör's. Ich hab meinen Kataklysmus nicht benutzt. Was ist das? Pleck, verwandle mich! Ich benutze diesen Vulkan, um die Erde von der Sonne wegzubewegen. Schon bald versinkt die Welt in einem ewigen Winter und die Erdenbewohner werden zu gefrorenem Essen. Dann wird euch endlich bewusst, wie mächtig ich wirklich bin. Kann sie das echt machen? Vermutlich. Aber keine Sorge, wir nehmen ihr den Wind aus den Segeln. Hey, war das etwa ein Wortwitz, Milady? Ja, eine kleine Veränderung ist gut, oder? Ich liebe dieses Mädchen. Diesen blöden Moralapostel nicht ausstehen. Ja, das ist meine Chance. Dieser Akuma darf nicht frei rumfliegen. Tiki, verwandle mich! Ja! Komm her, Akuma. Hawkmoth, ich bin Lila. Ich weiß, du willst Ladybug vernichten, genauso wie ich. Ja, ich erinnere mich an dich. Gib mir Superschurkenkräfte und ich bringe dir ihr und Cat Noirs Miraculous. Mit Vergnügen. Ich habe ein paar neue Kräfte für dich, Chamäleon. Ich muss anders rauskommen. Hey! Adrien, ich habe eben blöd reagiert. Das tut mir leid. Du hattest absolut recht. Ich möchte mit dir befreundet sein, also werde ich dich nie wieder anlügen. Verzeihst du mir? Ups, hab gelogen. Adrien! Adrien! Nino, ich muss dir was sagen. Du verdienst weder meine Freundschaft noch deine Freundin. Das Käppi auch nicht. Hey! Ihr solltet eure Gesichter sehen. Verpasst nicht meinen Auftritt beim Eiffelturm. Er wird euch gefallen. Was? Nicht Adrien. Danke, Ladybug. Mein Ballon! Dankeschön. Oh nein, er fällt gleich runter. La 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 la. Das ist so ein Kinderspiel. Sobald jemand gerettet werden muss, taucht diese blöde Ladybug auf. La, 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 la. Adrien, halt! Hilf mir! Ich verliere meine Balance. Ich fall runter!